Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mountain Blade Warband hier in unserem wundervollen Königreich Nord. Im letzten Part haben wir viele erfolgreiche kleinere Schlachten geschlagen, haben einige Gefangene gemacht, die wir jetzt brav verkauft haben, genauso wie unser Inventar. Und haben wir jetzt ganz gut Kohle. Und unser Dorf ist immer noch geplündert. Das ist schade, sonst könnten wir da vielleicht mal etwas Geld investieren. Passt wohl auch ziemlich angeschlagen. Das ist unsere Quest. Das ignorieren wir immer noch. Ein Geschenk beschaffen würden wir ja gerne organisieren. Weil das ist ja grundsätzlich immer noch gefangen und hier Gefangenen befreien. Das war eigentlich der Grund, warum wir ursprünglich nach Reva den letzten Part wieder reiten wollten, bis uns die ganzen kleinen Schlachten davon abgehalten haben. Also würde ich sagen, reiten wir da einfach nochmal hin. Und gucken, was da so geht diesmal. Krieg läuft ja, wie gesagt, sehr, sehr gut. Insbesondere seitdem wir vor kurzem die Burg Smirala eingenommen haben. Der Boya Vultrat wurde seit Gefangenschaft entlassen von uns. Okay. Da scheint ja jemand von uns sehr nett drauf gewesen zu sein, den Feind einfach so gehen zu lassen. Okay, mich wird nicht mal länger belagert. Ein paar Beziehungen verbessern sich einfach so. Auch ganz nett. Kleiner Feindtrupp in der Nähe von der Hohe Spirale ist uns erstmal egal. Ja. 1200 Gold müssen wir momentan bezahlen. Das ist nicht so toll, aber wir können es uns ja leisten. Momentan zumindest. So, wir reiten relativ nah an der Burg gerade hier vorbei. Uns allerdings niemand aufhalten will, interessant. Sind gerade mal noch 153 Mann da drin, das ist gar nicht mal so viel für eine Burg. Wie sind Reverdin aus 408 Mann, unter anderem der König. Und ja, Grundor ist am Start. Ja. Sagen wir Hallo. Wir bitten ein Treffen. König Arolek. Naja. Der Typ will tatsächlich mit uns im Burghof sprechen. Ja, ist ja. König in der Fürst hier, bla bla. Ah ja. Das letzte Mal haben wir eine Schlappertheit. Interessante ist seine Sicht hinter so einer. Dieser versteht, okay. Wow, wir konnten ja sehr viel mit ihnen reden. Das hat sich ja richtig gelohnt. Können wir irgendeinen Boja hier ein bisschen quatschen? Ja. Also eigentlich würde ich ganz gerne mit jemandem hier reden, um hier halt Grundor frei zu kaufen. Aber so wirklich will das wohl niemand mit mir, ist auch schade. Ja gut, dann können wir den leider nicht befreien. Das heißt, unsere Quest dürfte auch ziemlich erledigt sein. Ja, natürlich blöd. Gerade die 153 Mann. Wovon auch noch sehr viele Rekruten sind und so. Und schon müssen noch relativ wenig erfahrene Soldaten. Wir waren ja fast dazu geneigt, mit unseren 64 Mann das zu belagern, aber ja, vielleicht doch etwas sehr riskant. Dieser Töre. Die können wir uns schnappen. 32 Mann. Ich will noch viel Gefangene haben. Und dieser Töre sind meistens noch gut ausgerüstet. Da lässt sich einiges an Beute holen. Naja, die sind Freiblüter und kämpfen ab sofort nur für sich selbst, ja. Ich würde sagen, dann kämpfen sie mal jetzt gegen uns. Hier im Schnee und Eis. Warte, ich glaube, wieder läuft uns nach vorne. Jetzt mit Lust. Der ganze ziemlich gefällt.
weil unsere Infanterie wird dadurch massiv aufgehalten. Diese Theorie, die nicht mehr Kraft haben, das ist erstaunlich. Und schon Kopfschuss. Damit direkt mal Stufe 17 bestiegen, ist nicht auch sehr passend. Mathe ist lebensmüde. Absolut lebensmüde. Das ist natürlich ein schlechter Ausblick, als ich dachte. Gibt schon deutlich besser als ich, aber okay. Ja, hat den Großen zu schlagen, das war klar, dass das kommt. Dass die sie da reingestürmt ist, ist doch ein Wunder. Wir schauen hier mal ein paar Leute. Da fliehen die bösen Deserteure auch schon. Ich hatte ein Axttier, was auch noch dran glauben. Und das war der Sieg. Sehr schön. Ja, Nomad wird verwundet. Ein paar Rekruten. Die wir einstellen können, ja jetzt nicht mehr. Die Soldaten, die wir gefangen nehmen können. Welche Rekruten können wir nicht mehr einstellen, das ist schade. Ja gut, das, die Ausrüstung hier ist auch nicht so viel wert. Wie gesagt, das waren relativ mies ausgerüstete Deserteure. 72 Dinare. Naja, hat sich nur bedingt gelohnt, aber okay. Wir haben wieder eine Karawanenwache am Start. Das ist auch sehr schön. Und wir haben jetzt wieder ein paar AG-Truppen. Und wir selbst sind auch auf Stufe 17 aufgestiegen und werden jetzt, denke ich mal, auf Wendigkeit gehen. Und hier gehen wir auf was? Gute Frage. Dann auf Handel für bessere Preise. Und hier haben wir auch zwei Handwaffen besucht, die noch nie welche benutzt haben eigentlich. Das ist Warmbrust und Stangenwaffen. Gut. Kurauf ist nicht viel los. Ja, wir halten mal zur Burg Snatched. Schauen wir mal, was da so abgeht. Sind echt lahmarschig in der Nacht, mal wieder. Gegner, okay. Ist die gute Frage, wo wir eigentlich hinreiten. Wir könnten vielleicht mal zur Burg Luke reiten und gucken, was da so abgeht. Wir haben jetzt hier schon kleine Feindarmee raustraut, um gegen uns zu kämpfen. Die Bauern, da müssen wir nicht unbedingt jagen. Sind ein paar Seeräuber und ein feindlicher Trupp mit nur zwei Mann, die wir, glaube ich, klein kriegen würden. Im Zweifel, auch wenn die mehr sind als wir. Die Seeräuber sind zu schnell für uns. Ja, also wieder ein paar Seeräuber. Mann. Hm. Unter anderem sogar ein Ritter. Interessant. Relativ viele Fußsoldaten. Das sind wieder 18 Deserteure. König Ratten hat oder Sanan ja Bulwar gegeben, okay. Wir schnappen uns hier mal die 18 Deserteure. Es sind welche Scharmützler. Wir müssen sie dann erwischen, oder wir schnappen uns die Räuberanlegestelle. Das können wir nebenbei auch mal etwas machen, ein bisschen Seeräuber hier ausräuchern sozusagen. Mitten in der Nacht, das ist ein guter Zeitpunkt. Wenn sie wahrscheinlich schlafen, schleichen wir uns hier an und töten sie etwa. Und sie können ruhig mal etwas näher
beruhigen, anstatt zu schießen. Na, wo sind denn die ersten Gegner, die dran glauben wollen? In der Gegend ja nicht so. Ja, oder doch. Das ist natürlich gut ausgerüstet, hat eine nette Rüstung. Ja, wurde ja, schön nachgeschossen vom Nordbogenschützen, das hat mal gut funktioniert. Wir laden erstmal ganz gemütlich nach. Hatte wieder vorne am Start. Kaum kann die wieder gehen, sofort wieder in Kampf. Sehr kampfesfreudig, oh Gott. Die sind einfach sehr weit weg, aber egal. Die da hinten haben natürlich auch Probleme. Ja, dort probieren wir es wieder damit direkt mal bewusstlos zu schlagen, richtig unnötigerweise. Zu rufen, bewusstlos mit dem Problem, das wäre echt bitter. Ja, also das hier wird bewusstlos schlagen, das ist man hier nicht. Verrückter alter Mann. Da hinten wieder noch jemand auf uns. Gut. Ist hinten also eine Kontrolle, ja. Habt ihr uns schon gelöst. Jungs, macht keinen Blödsinn, nicht sterben. Wirft eine scheiß Axt auf uns. Jetzt nicht mehr. Oh mein Gott, das war ein Typ in Ruhe. Das hat ein Typ in Ruhe lassen. Das ist ein Bild aufgegeben, um das zu schlagen. Ich will hier echt niemanden verlieren. Und die sind echt das ist deutlich besser, als die Deserteure vorhin. Ich nehme eine Ausrüstung. Er hatte hier Blumen wohl gelobt jetzt. Also noch mehr aufgetaucht. Wir sind ganz schön verteilt, das war nicht so toll. Sterben. Na komm. Ja, schon. Mit seinem Bogen hier. Sollte auch noch schießen. Woraus schießen die denn auf uns? Auch toll. Wir haben noch zwei Mann am Start. Außer uns, die ohne Schild nach vorne rennen. Wie die Kloppen, der hat doch schon eine schöne Axt im Arm. Ja. Aber hauptsächlich noch laufen. Hier muss ich ja schon angreifen. Ihr braucht nicht auf mich warten. Hier dürfen wir sterben. Das Feature wäre doch mal. Ja, was du da vorne machst, das ist schon ein halber Selbstmord. Sterb doch einfach. So, das waren dann endlich mal alle Seeräuber. Oh ja, ein Hauberg abonniert. Echt gute Ausrüstung. Oh, das ist der Helm, der ist besser als unserer. Interessant. Rufäxte. Ja, also echt gute Ausrüstung, die hier hatten. Ich mir teilweise alles voll, was wir so haben. 45, 42. Ja, wir haben noch hier bestimmte Sachen, die viel weniger wert sind, genau. Diese normalen Kappen. Dann nehmen noch lieber sowas mit. Gut, wir können nicht mitnehmen. Können die Nahrung bekommen. Können wir ein paar Leute verbessern. Ja,
Okay. Aber ich sage, unser Beute reiten wir mal nach Bergeck. Ich sage, wir können nochmal mit Mathild reden, wie denn ihre Ausrüstung so aussieht. Ja. Da kann sie aber eigentlich besser haben. Durch den nordischen Helm. Chrom, haben wir jetzt den besseren. 37,5 gibt ihr ihre Rüstung. Ja gut, das ist nicht besser. Ihr Schild, Widerstand 11. Ja gut, da war nicht so viel besseres. 90 Schwert ist auch okay. Das ist in Ordnung, was haben wir auf Fertigkeiten? Ja, bis Stufe 10 muss ich noch ganz schön was erledigen. Da war es so aus seine Fertigkeiten. Stufe 10 brauchen noch ein bisschen. Seine Ausrüstung. Ich finde es hier nicht gut. Das geht eigentlich nicht mehr. Okay. Ja, nachher. Werde ich euch dann, wie gesagt. Auf jeden Fall wieder eine sehr erfolgreiche Folge, möchte ich mal merken. Obwohl wir questtechnisch nicht so wirklich vorwärts kommen. Was vermutlich auch problematisch werden dürfte, weil die Beziehung drunter leiden dürfte. Und die Quests einfach nicht erfüllen. Wo wir sie erfüllen könnten. Theoretisch, wenn denn Jarl Gundur frei wäre. Aber der feine Herr musste sich ja unbedingt gefangen nehmen. So, da sind wir endlich angekommen jetzt, endlich mal. Da gehen wir erstmal zum Marktplatz. Und zum Waffenhändler. Und der verkauft mir alles Mögliche. Auch wenn er relativ wenig Geld hat, aber das sollte reichen für uns. Dann gehen wir zum Warenhändler. Bisschen Ausbrot haben wir noch ein bisschen. Am Start, aber was war es dann auch? Käse, Trauben, Räucherfisch, Früchte. Korn nehmen wir mal noch. Ist okay. Und dann gehen wir mal in zur Schenke. Den Vermittler. Ich glaube, ich mal unsere Fußsoldaten verkaufen. Hab wieder ein bisschen Geld gemacht. Schreit los der Säufer. Ja. Der komische Säufer hier wird hier echt besiegt. Mal sein Problem an was. Was soll? Ja, genau, ist das Schwert, das ist toll. Und unsere Beziehung zum Schrankfurt hat sich verbessert, das ist ja klasse. Karawanenwache, wie sieht's aus? Aber wir haben unterwegs keinen Platz. An der Skala. Ja. Okay. Aus in der Arena. Ja. Hier wird bald ein Kampf stattfinden. Ihr könnt gleich machen, wenn ihr wollt. Ja, das wollen wir doch mal. Wieder einen schönen Kampf in der Arena. Mal lang nicht mehr. Das ist nett. Wenn wir das Krieger durchsetzen können. Schießt hier einfach. Auch nicht so nett. Trifft jetzt aber gar noch. Dann ist noch ein bisschen rum damit. Auch nicht so toll. Dann ist der nächste am Start. Jetzt haben wir eine ganz gute Ausrüstung, um das zu schaffen. Ist
Erfahrung mitzunehmen. Also beim Gegner, die hier immer nur einen nach dem anderen kommen, natürlich auch relativ öde. Das dauert aber auch ziemlich lange. Ja, weil die anderen haben auch das Schild zerstört, das ist nicht so toll. Jetzt noch eine mit dem Boom kommt, könnte das problematisch werden. Ansonsten spammen die unser Tode. Ja gut, das wäre sehr optimistisch von mir. Sicher noch einer nach dem anderen. Ich glaube im Grunde die ganze Zeit nur Gegner zu Gegner. Das ist jetzt wieder einer mit dem Bogen. Ah, das ist nicht so nett. Zum Glück ist jetzt die Flint. Und ich schaue einfach mal über ihn. Einmal ist er ganz erfreulich. Ich sollte vielleicht nicht mehr so unbedingt reinrennen in die stehenden Gegner. Da ist wieder ein Bogen. Natürlich schafft er uns. Natürlich machen wir uns bewusstlos. Ja gut. Das hätte besser laufen können. Aber ich würde sagen, das war dann auch genug Arena-Action für diese Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao Leute.